Herzlich willkommen zu Panorama. Köln ist das Thema dieser Tage. Vorhin gab es ja auch einen Brennpunkt dazu. Als ich am Montag zum ersten Mal davon hörte, war ich fassungslos. Dass Dutzende Frauen derartig angegriffen und teilweise bis hin zur Vergewaltigung bedrängt werden, hatte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe daraufhin einen Kommentar auf panorama.de und Facebook veröffentlicht. Aber schon die Reaktionen darauf zeigen, wie schwer ein Urteil ist. Die einen werfen uns ohnehin vor, Probleme mit muslimischen Männern schönzureden. Andere kritisieren dagegen, ich würde Propaganda für Pegida betreiben, wenn ich nur das Wort nordafrikanisch oder arabisch erwähne. Schließlich sei es kein Problem von Muslimen, sondern generell von Männern. Seit Montag diskutieren wir in der Redaktion. Was ist da passiert? Spielt die Herkunft der Täter eine Rolle? Aber solange wir das nicht genau verstehen, fällt es uns wirklich schwer, ein seriöses Urteil abzugeben und daraus einen Panoramabeitrag zu machen. Wir zeigen Ihnen heute einen Film, in dem es darum geht, wer hier zu Hause ist und sein darf. Diese Hütte hier war für ein paar Wochen die Heimat unseres Reporters Michel Abdullahi. Er kam als Kind mit seiner Familie aus dem Iran. Für uns ist er in ein Dorf gezogen, das von Neonazis beherrscht wird. Was er dort erlebt hat, war in vielerlei Hinsicht überraschend. Deshalb ist er auch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, der nächste Woche vergeben wird. Die Geschichte ist weitergegangen. Seine Hütte ist jetzt Heimat für andere. Janina Kalle und David Hohndorf. Hallo, ich bin Michel Abdullahi aus Hamburg, geboren in Teheran. Ich kenne dieses Haus sehr gut. Bis vor kurzem stand es im bekanntesten Nazidorf Deutschlands, in Jamel. Dann wurde es abgebaut und hier hingestellt, nach Schwerin. Und jetzt spielen harmlose Kinder drin. Auch syrische Flüchtlinge. Das schöne Ende meiner ganz persönlichen Heimaterkundung. Die begann vor 5 Monaten. Ich fuhr nach Jamel, einem berüchtigten Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Nazidorf nennt man es. 1000 Mal wurde darüber schon berichtet. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, was dort auf mich zukommt, wenn ich an so einen Ort fahre, der vielleicht nicht der beste zum Urlaub machen auf der Welt ist. Ankunft an einem Ort, vor dem viele Menschen Angst haben. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Das ist unsere Wiese jetzt hier, ne? Warum das Dorf immer wieder als Nazidorf in die Schlagzeilen kommt, verstehe ich. National befreite Zone. Journalisten aus aller Welt haben hier schon vorbeigeschaut. Doch wirklich ins Gespräch mit den Nazis kam noch niemand. Mein Team und ich werden ein bisschen länger bleiben, für einen Monat. Wir bauen ein eigenes Häuschen mit Genehmigung des Bürgermeisters der Samtgemeinde. Die Geschichte beginnt mit einer Mischung aus Anspannung und Übermut. Soll ich Hallo sagen? Nö, lass mal. Nee, okay. Boah, nicht stören, ne? Also, falls. Ja, das habt ihr ja fein hingekriegt mit dem Nicht-Stören. Ja. So. Ich dir mal sagen. Das ist übrigens Sven Krüger. Er ist der Anführer hier, heißt es. Herzlich willkommen in Jamel. Ab morgen möchte ich mit den Menschen hier ins Gespräch kommen. Finde ich schon unheimlich ein wenig. 22 Uhr.
kein Mensch zu sehen. Trotzdem fühle ich mich irgendwie beobachtet. Tag 1 im Nazidorf. Niemand zu sehen. Nur das Wandgemälde. Eine arische Familie. Einigen Bewohnern habe ich mich bereits vorgestellt, allerdings ohne Kamera. Filmen ist unerwünscht. Wollt ihr die Hand? Nee. Nee, okay. Fremde gebe ich nicht die Hand. Fremde? Mach die Kamera aus. Ja, klar. Machst du die Kamera aus? Erkunden wir mal unsere neue Nachbarschaft. Ein Wegweiser. Mit interessanten Orten. Die Ostmark haben wir. Was haben wir da? Braunau am Inn, der Geburtsort von Hitler. Der Bräunig und das Führerhauptquartier. Dass sich die Jameler noch zu ihrer Herkunft bekennen und nicht mit dem volkszerstörenden Multikulti-Strom schwimmen. Zu diesem volkszerstörenden Multikulti gehöre ich als Deutsch-Iraner vermutlich auch. Hunde sind dagegen willkommen. Und Symbole mögen sie auch. Ein Autokennzeichen mit der 88, Nazi-Code für HH, Heil Hitler. Und White Power kennt man eigentlich von der Mörderbande Ku Klux Klan. Und dann ganz am Ende des Dorfes treffe ich doch noch jemanden. Hier ist ja gut. Frau Baske lebt schon seit über 40 Jahren hier. Ich bin gegen Nazis und alles. Das will ich gar nicht sagen. Aber für mich sind diese Leute keine Nazis. Woran machen Sie das fest, dass das keine Nazis sind? Obwohl wir Braunau am Inn ausweisen, dem Geburtsort von Adolf Hitler. Das sind keine Nazis, hundertprozentig nicht. Hm. Die haben auch ihre eigene Meinung. Hm. Ne? Und was heißt hier, wenn ich in der NPD bin, bin ich doch kein Nazi? Aber rechts. Was? Ja, und? Das sollte ich wieder von sich selbst. Es gibt auch links. Ja, richtig. Ich bin in gar keiner Partei. Ich war noch nie in einer Partei. Hm. Ich werde auch nie in eine reingehen. Jamel. Das sind 11 Häuser am Ende einer Sackgasse. Die Bewohner zum Großteil Nazis. Und am Rande des Dorfes ein Künstlerpaar, das sich seit Jahren wehrt. Keiner redet mit mir. Die Nazis schon gar nicht. Liegt es an mir, dem Deutsch-Iraner oder an den Kameras? Sonst geben sie sich hier gerne so selbstbewusst. Zum Beispiel mit dieser arischen Familie, ihr ganzer Stolz. Die ersten Tage werde ich freundlich ignoriert. Gäste wie mich sind die hier nicht gewohnt. Der Mann auf dem Rasenmäher ist Sven Krüger, ein berüchtigter Neonazi bei der Gartenarbeit. Was hat das hier mit dem Wegweiser auf sich? Wieso, das ist unser Wegweiser. Wir haben das mal Spaß gemacht und dann haben sich alle darüber aufgeregt. Und dann haben wir ein Gerichtsverfahren gehabt und dann wurde er über Nacht weggeholt. Und dann haben wir einen Prozess geführt und gewonnen, ganz demokratisch. Und mit diesem System, dann haben wir einen neuen gebaut. Und noch einen Meter höher, damit sie es lernen. Hm. Das ist auch eine Trotzsache, wir sind Mecklenburger, ne? Wir haben einen dicken Schädel. Wir wollen uns duzen? Ja, ich weiß Michel. Ja nicht, wie alt Sie sind, ich bin Sven. Ich bin Michel, ich bin 34. Ja, dann sind wir dann kann dicht ich das du anbieten. Beieinander. Dann kann ich das du anbieten. Siehst du dich selber als Neonazi? Schwer zu sagen. Es ist immer eine Veranlagung, wie man den Begriff definiert. Ne? Wenn man sich nicht zur BRD bekennt und dann ganz automatisch als außerhalb der Rechtsordnung verortet wird, dann ist es so, dass man diese Leute ja einfach so automatisch als Neonazis bezeichnet. Ich weiß nicht, ich kann den Begriff Neonazi für mich gar nicht definieren. Für mich ist der Leitsatz eben Gewalt ja oder Gewalt nein. Und daran kann man Menschen festmachen, aber nicht an politischen Überzeugungen oder weil er zu bestimmten politischen Themen eine andere Meinung hat, wie gerade der Mainstream ist. Und Gewalt ja oder Gewalt nein? Bei mir? Ja. Ja, früher habe ich nichts ausgelassen, das sage ich mal so. Aber heute, ich bin 40 Jahre alt, ich habe 3 Kinder. Was soll ich mich noch rumprügeln? Das ist schon lange vorbei. So, jetzt reicht mir das aber auch, glaube ich. Ist auch in Ordnung, ja, ich lasse euch in Ruhe. Muss hier wirklich gearbeitet werden. Herr Du mit dem Obernazi. Und der Mann ist mir irgendwie auch ein bisschen sympathisch. Okay.
Wenig später gibt mir Sven Krüger eine Einladung. Offensichtlich möchte er, dass ich mit ihm zu einer Demonstration nach Wismar komme. Es geht dort gemeinsam für die Heimat. Und das also ist Krügers Bekanntenkreis. Er selbst ist schon ganz euphorisch. Moin Michel! Ich hab mir gedacht, dass du kommst. Was hast du denn mit? Zeig mal. Mecklenburg-Fahne. Ach, die Mecklenburg-Fahne. Die Heimat. Kannst du mal sagen, was heute passieren wird? Worum geht's? Wir gehen heute schön durch die Stadt. Wogegen oder wofür wird demonstriert? Ah, das werden wir noch klären heute. Das werden wir noch klären. Wir haben bestimmt prominente Redner, die uns das genau nahelegen werden. Du weißt es auch selber noch nicht. Ja, ich kümmere mich nicht so doll darum. Okay. Gut, bis später. Bis später. Wir wollen keine Asylantenheime. Solche Parolen werden gebrüllt, bevor Flüchtlingsunterkünfte angezündet werden. Und Sven Krüger mit seiner Mecklenburg-Fahne singt kräftig mit. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Und manch einer möchte uns am liebsten gleich zeigen, wie das mit dem Verlassen geht. Sven Krüger in seinem Biotop. Mehrere Gerichtsurteile belegen, Sven Krüger ist nicht immer ganz so nett, wie er sich gibt. Körperverletzung, Hehlerei, Waffenbesitz. Zahlreiche Vorstrafen bis in die jüngste Vergangenheit. Die Polizei fand Anfang 2011 bei ihm unter anderem eine Maschinenpistole aus dem Zweiten Weltkrieg und hunderte Schuss scharfe Munition. Von solchen Dingen fühlen sich die Menschen bedroht, die am anderen Ende des Dorfes wohnen. 100 Meter entfernt leben zwei Aktivisten, die sich der Nazi-Bewegung im Dorf widersetzen. Horst Lohmeier und seine Frau Birgit. Wie ist das in dem Dorf? Wie ist das für Sie? Man muss sich das so vorstellen. Wir kommen nach Hause, stellen den Wagen ab, am nächsten Morgen steigen sie ins Auto ein und sie merken, dass der Reifen zerstochen ist. Oder dass ein bekannter NPD-Abgeordneter hier im Dorf meine Frau besucht und ihr rät, das Haus doch zu verkaufen, solange sie noch können. Das sind, denke ich mal, eindeutige Signale in unsere Richtung, die belegen, dass man uns hier verjagen möchte, dass man unter sich bleiben möchte. National befreite Zone. An mich traut sich noch keiner ran. Reden will niemand mit mir. Meine Idee, ich der neue Nachbar, lade zum Grillfest ein. Das ganze Dorf soll kommen. Leider überwiegt bei den Dorfbewohnern wohl eher die Skepsis als die Neugierde. Offensichtlich überlassen sie das Reden lieber ihm, Sven Krüger. Es scheint eine abgestimmte Rollenaufteilung zu sein. Nazi-Marketing. Wir beraten gerade über ein neues Bild. Das ist jetzt, ich glaube, 7 Jahre alt oder 6 Jahre alt, weiß ich nicht genau. Und wir wollen uns da nochmal verändern. Und zwar? Ist noch nicht abgeschlossen. Bei uns ist das ein Findungsprozess, weil alle Leute haben so eine Idee und dann wird das Beste draus gemacht. Bei uns ist direkte Demokratie. Da steht ja drauf irgendwie, ne? Die funktioniert nicht so gut. Die direkte funktioniert nicht? Diese jetzt, die andere, die parlamentarische, funktioniert ja gar nicht, denke ich. Ach, da haben wir andere Meinungen. Ich finde die ganz gut. Wir können hier beide sitzen und uns unterhalten. Das ist darüber kann man sich reden. So, das ist sogar in diesem Land noch erlaubt. Ich glaube, mit diesen mehr Parteien, also Parteien als solche sollten sind, glaube ich. Ich glaube, ein Senat mit intelligenten Menschen. Weißt du, wo du super gut aufgehoben wärst, Sven? Ja. Im Iran. Wieso? Ja, ja, die können all das, was du sagst. Du bist da, das wird das perfekte Land. Keine Parteien, einer sagt das alles an. Das soll ja nicht einer sagen. Okay, dann sag, was wäre dein Wunsch, damit wir in den Rechtsstaat reinkommen? Du hast ja Ahnung davon, sagst ja. Nee. Zitierst ja Paragraphen und weißt ja, was drinsteht. Leider habe ich keine Ahnung. Leider bin ich sehr ungebildet. Das stört mich. Ich habe nur eine Hauptschule und danach nur gearbeitet und im Knast gesessen. Ich habe leider nicht studiert. Ich hätte gerne zur Gesellschaftsbildung in diesem Land beigetragen. Aber ich bin da wahrscheinlich zu dämlich zu. Das ist schade. Doch es ist nie zu spät für Gesellschaftsbildung.
Deshalb frage ich Krüger nach den Flüchtlingen, den Übergriffen auf Unterkünfte. Foxhorn, kann passieren, betrifft mich nicht. Würdest du hier auch Sturm laufen, wenn man hier einen Container hinstellt? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich denke nicht, dass es so weit kommt. Denken wir mal drüber nach. Ich weiß nicht, so verbrannt wie wir sind vom Namen her, wäre das ja eine Geiselnahme. Nein. Ich denke nicht, dass irgendein Bürgermeister sagt, um die Nazis zu ärgern, stellen wir den Mann Wohncontainer auf die Bude und setzen nach 6 Polizisten rum, die den ganzen Tag nichts anderes. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, du kommst rüber und gibst zwar ein paar alte Schuhe ab und sagst, hier nimmt. Also wenn dann eine Familie kommt, die Not hat. Das Problem ist, wenn man sie wirklich kennenlernt, kann man sie nicht hassen. Mein Problem ist, ich kann ihm nicht alle Ausländer vorstellen, damit er sie nicht hasst. Heimlich gemachte Aufnahmen zeigen das andere Leben des Dorfes. Und klar, Hitler würde sich kaputt lachen über diese Truppe. Aber auch wenn es chaotisch aussieht, sie würden gerne mehr ausrichten mit ihrer Ideologie. Vielleicht steht auch dafür der Scheiterhaufen. Einmal im Jahr dreht sich der Wind im Dorf. Dann lädt das linke Aktivistenpaar zu einer Gegenveranstaltung ein. Zum Rockfestival für Demokratie und Toleranz. Dieses Mal kommen so viele Besucher wie noch nie. Krüger ist nicht eingeladen, macht stattdessen sein eigenes Ding. Mit Hüpfburg für die Einschulung seiner Tochter. Prominente Besucher wie Campino sind dieses Mal auch gekommen. Derweil wird bei den Nazis gehüpft und auf Idealfamilie gemacht. Auch Politiker sind angereist. Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zeigt Flagge gegen rechts. Haben Sie einen Moment für uns? Wir sind von der ARD. Ja. Was halten Sie von diesem Familienbild, was die Menschen hier haben? Dieses Familienbild suggeriert erstmal Heimat. Und der Begriff Heimat ist ja für viele ein guter Begriff. Aber dahinter steckt rechtsradikales Gedankengut und das ist das Problem. Dahinter steckt, dass nur das Heimat ist und nur das zu Deutschland gehört, was eben angeblich deutsch ist und sich damit gegen alles Fremdes und anderes richtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es sehr, sehr undeutsch, nicht weltoffen zu sein und zum Beispiel gegen Flüchtlinge und Andersdenkende zu sein. Ja, Mann! Wir haben Lieder mitgebracht für alle Bewohner des Dorfes. Und auch für die Freunde, die diese Hüpfburg so schön aufgepustet haben. Es ist die Geschichte über einen Kumpel von ihnen. Es ist die Geschichte über Sascha. Der Sascha, er ist arbeitslos. Das macht er ohne Arbeit los. Schaltet sich die Haare. Krüger erzählt mir später, dass auch viele von ihnen Fans der Toten Hosen sind. Bizarr. Der Wegweiser ist das Aushängeschild des Dorfes, der Eiffelturm von Jamel. Dann brauchen wir da ein paar Zahlen nebenher. Gucken, 1. Komisch, dass ihn manche Menschen gar nicht so genau kennen, obwohl sie hier ein Haus gebaut haben. So ein Wegweiser steht in jedem Vorgarten. Ja, aber nicht in jedem Vorgarten. Ist Braunau am Inn ausgeschildert, der Geburtsort von Albert Hitler? Das ist ja schon... Ich war gerade Wochenende in Bad Segeberg, da habe ich auch so einen Wegweiser gesehen. Auch mit Braunau dran? Oder stand da irgendwie Pinneberg dann als andere? Nee, ein bisschen weiter, ne? Ja. Aber bei Paris oder ja, Paris oder ist eine schöne Stadt. Ne? So, ja. Paris und New York machen ja viele, aber Braunau ist ja doch befremdlich, sage ich mal. Oder empfinden Sie das gar nicht so? Ich habe da so noch gar nicht raufgeguckt. Den sehe ich dort auch nicht. Dann sage ich Ihnen das jetzt. Dann brauchen wir gar nicht raufzugucken. Da sind so ein paar wer da gewohnt hat. In Braunau? Ja. Adolf Hitler ist da geboren. Das ist der Geburtstag von Adolf Hitler. Aber den kenne ich ja gar nicht. Den kennen Sie gar nicht? Nee. Nie gehört. Oder Sie kennen ihn persönlich nicht, das ist ja klar. Aber was er so gemacht hat, weiß man nicht. Also, eigentlich wollte Klaus Streif nicht vor der Kamera mit mir reden. Jetzt ahne ich auch warum. Behandelt werde sozusagen.
Klaus, hast du hier um Kopf und Kragen geredet? Nee, hat er nicht. Er ist souverän. Nein, er kann das. Ein Medien- kann gut reden. Aber sag mal, du, ganz ehrlich. Tätigkeit. Ja, das ist doch klar. Deswegen sind sie ja hier. Die sind ja nicht hier wegen unserem schönen grünen Gras. Die sind hier wegen unserem braunen Zaun. Einen besonderen, besonders braunen Zaun hat auch Krügers Außenstation im nahegelegenen Grevesmühlen. Eine rechte Festung mit germanischem Namen. Das Tinghaus war ein Treffpunkt von regionalen Nazi-Größen. Ob sich von hier der nationale Sozialismus ausbreitet? Nazi-Demo in Waren an der Müritz. Frei, sozial und national, als hätten sie es vom Nazidorf hierher getragen. Wie die aussehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mein schönes Jamel vermisse. Die unglaubliche Verteilung führt zu einer Konzentration. Diese Rednerin kennt den Geist des rechten Dorfes nur zu gut. Doris Zutt, NPD-Spitzenkraft, wie lange Zeit auch zwei Bewohner des Nazidorfes. Versuch einer Standortbestimmung. Wo wollen wir uns aufstellen? Hier so, in die oder in die Richtung? Ist egal. Ja? In die Richtung. Kommen Sie dann zu mir, dann haben wir ein bisschen mehr Sonne im Gesicht. Ja, dann wir beide schön braun. Sie von außen, ich von innen. Was ist Heimat für Sie? Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle, wo meine Landsleute sind, wo ich geboren bin, wo meine Wurzeln sind. Gehöre ich auch hierhin? Sie haben ein Recht, hier zu wohnen, ja, aber Ihre Heimat, Ihre Wurzeln sind wahrscheinlich woanders. Ja, die Wurzeln sind woanders, aber wo ist meine Heimat, wenn ich schon seit Kind an hier lebe? Ja, das ist dann ein Fehler Ihrer Eltern, denn Ihre Eltern haben Sie damit entwurzelt. Aber ich fühle mich überhaupt nicht entwurzelt. Das ist Ihre Meinung. Ich fühle mich total wohl hier. Welche Kultur leben Sie? Leben Sie Ihre, die Ihrer Eltern, Ihrer Vorfahren oder leben Sie unsere Kultur, eine deutsche Kultur? Eine Mischung aus beiden lebe ich. Eine Mischung aus beiden gibt es nicht. Jesus ist in einem Stall geboren und ist auch kein Esel. Es gibt nur eins, was man leben kann. Nach diesem geballten Aufmarsch von Rassisten brauche ich dringend Erholung und möchte einfach nur ganz normale Leute sprechen. Wir sind vom Norddeutschen Rundfunk und machen eine Umfrage. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ausländern? Ich habe nichts gegen die. Macht Ihnen das Angst, dass die kommen? Ja, manchmal ja. Und die gleich da mit ihren Messers da in der Tasche und dann gleich auf ein Losgehen manchmal, wie man so sieht oder hört im Pferden. Ist Ihnen das passiert? Sind die mit dem Messer? Nee. Wenn wir 750 Millionen kommen, wo sollen wir noch hin? 750 Millionen sollen kommen. Angeblich sagt das DNTV. Ja. Oder Facebook. Wenn man hier durch die Stadt geht, oder auch woanders in anderen Städten, ist egal. Man hört immer die Ausländer recht laut reden. Recht laut, als wenn das hier ihr Land hier ist. Was wollen die? Wir haben das selber mit uns zu tun. Wir haben das mit uns auch selber zu tun, oder nicht? Hm. Wir haben selber zu tun mit uns, selber. Hm. Und was mit mir? Ich bin ja auch Ausländer. Ja, das ist ja nichts. Die rechte Gesinnung ist nicht auf Jamel beschränkt. Nur hier bestreiten sie wenigstens nicht, rechts zu sein. Ich bastel ein neues Schild für den Wegweiser, meinen Geburtsort Teheran. Die Nazis stehen ja so auf Symbole. Und ich habe noch ein weiteres Geschenk für Sie. Symbolpolitik, Zeichen gegen Zeichen. Mein persönliches Familienbild mit einem dunkelhäutigen Jungen, ein bisschen so wie ich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wer ins Dorf fährt, wird ab jetzt von diesem Wandgemälde begrüßt. Zum Abschied lade ich noch einmal ganz Jamel ein. Diesmal zu Couscous-Salat und Nackensteaks. Zwei Dorfbewohner kommen sogar. Eine bringt ihre Enkelkinder mit. Die Nazis dagegen kommen nicht. Ja, sie gehören aber zum Dorf mit dazu. Ja, Scherze. Außer Sven Krüger natürlich. Komm mal, Weißke. Ja. Hallo. Alles klar. Mal aufgucken, das ist Hartweiß. Haben Sie denn mein Bild gesehen, was ich hier hingehängt habe? Nein. Du hast es auch noch nicht so richtig mitbekommen. Oh, ich hab schon gekopft, ne? Wie findet ihr? Wir den Artikel noch, 1? Ja. Ja.
Das ist unser Grundgesetz. Wir haben sehr viel dran gearbeitet, dass das so aussieht, wie wir das haben möchten. Ich glaube trotzdem nicht, dass er der Sohn des Mannes da ist. Muss er ja auch nicht sein. Er kann ja auch adoptieren, nicht wahr? Ja, und er kann auch in diese Dorfgemeinschaft reingezogen sein. Ich habe ja auch ein Schild gebastelt. Ja. Darf ich dir das geben? Ich habe versucht, das in Fraktur, damit das passend ist. Und dann habe ich das noch auf Persisch geschrieben, damit das vom Nationalen ein bisschen ins Internationale reingeht. Ich würde es euch gerne übergeben. Vielleicht überlegt ihr euch ja, ob man das irgendwann doch an den Wegweiser ranmachen könnte. Wir können ja beim nächsten Dorfding darüber reden. Alles schön und gut. Und dann haben wir immer noch Braunau am Innen dran. Wieso zieht ihr euch immer an so Kleinigkeiten? Ja, weil Hitler nicht so klein war, was er gemacht hat. Da aber das ist nur ein kleines Schild. Aber darüber wird nicht diskutiert, ne? Das bleibt. Ja? Ja. Ja, natürlich. Warum sollten wir darüber diskutieren? Also nichts, was hier ist, wird irgendwie ist in Frage gestellt oder sind Fragezeichen hinter oder so. Es ist einfach, wie es ist. Es ist also einfach, wie es ist. Ich bin Nazi und das ist gut so. Was soll man da sagen? 4 Wochen Jamel. Ich hab genug. Freundliche Nazis, die einen erdrücken wollen mit ihrer Arglosigkeit. Und ein Dorfchef als PR-Stratege. Immerhin bleibt mein Wandbild. Jeder, der ins Dorf kommt, wird als erstes diese Familie sehen und ein Hinweis auf unsere Demokratie, die sie hier nicht wollen. Nach meiner Abreise schickt uns Sven Krüger noch 2 Fotos. Mein Wegweiser mit meinem Geburtsort Teheran hängt jetzt, allerdings nur an seiner Terrasse, von der Straße aus nicht lesbar. Und das dunkelhäutige Kind kann man auch nicht mehr sehen. Es stehen jetzt 2 Mülltonnen davor. Ach, herrje, schon wieder. Ich habe Ihre Botschaft verstanden. 3 Monate später fahre ich wieder nach Jamel. Dieses Mal steht ein Tapeziertisch vor meinem Bild. Der Junge muss sichtbar bleiben. Sven Krüger ist auch wieder da. Und weiß natürlich von nichts. Also dir traue ich dazu. Moin. Nisa, was mache ich mit dem Tapeziertisch denn jetzt? Ach, hör mal auf jetzt, das ist nicht meine. Ich habe den noch nie vorher gesehen. Ist mir aber, oder so. Du hast damals gesagt, dass wenn man sie kennt, kann man sie nicht mehr hassen, die Leute. Willst du denn ein paar neue kennenlernen, oder? Nein, ich habe keinen Bedarf, Leute kennenzulernen. Ich kenne genug Leute. Also, ich kenne genug Einheimische und ich habe dich jetzt kennengelernt. Das reicht mir für dieses Jahr. Willst du den Tisch wirklich nicht haben? Das ist nicht meiner, ich habe ihn noch nie gesehen. Wir beenden das braune Theater und bauen die Hütte wieder ab. Wir haben einen besseren Ort für sie gefunden. Der Dresch in Schwerin gilt als sozialer Brennpunkt. Die Kinder, die hier leben, haben wenig Raum zum Spielen und bald kommen noch zahlreiche Flüchtlinge dazu. Ich finde, die Hütte vom Deutsch-Iraner aus dem Nazidorf passt hier gut hin. Wie schaut's aus? Wenn man sie wirklich kennenlernt, kann man sie nicht hassen, hat es Sven Krüger gesagt. Leider wird er wohl niemals hierher kommen, in dieses Deutschland. Das war Panorama für heute. Hier geht es jetzt weiter mit den Tagesthemen. Am Dienstag gibt es das nächste politische Magazin, da erwarten Sie die Kollegen von Report aus Mainz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.